seid ihr gerade an eurem Research Project dran und habt eine Unmenge an Daten, aber ihr wisst nicht, was ihr damit machen sollt, wie man sie interpretieren soll oder wie ihr sie darstellen könnt, damit man sie brauchbar in das Paper integrieren kann, dann seid ihr hier richtig. Hier erklären wir euch, wie man mit Excel gute, schöne und brauchbare Daten und Grafiken erstellt. Wenn ihr nun eine Tabelle vor euch habt, dann könnt ihr sie beim schwarzen umrandeten Icon sortieren lassen, aufsteigend oder absteigend. Aber zuerst müsst ihr dann schauen, ob die Daten denn überhaupt wahrheitsgetreu sind. Dabei solltet ihr auf Ausreißer achten. Bei unserem Beispiel ist es hier Reinhard. Der hat eine Schuhgröße von 63. Im Normalfall ist das fast unmöglich, aber hier lassen wir sie kurz drin. Danach müsst ihr schauen, ob es Widersprüchlichkeiten gibt. Die sind ganz wichtig und hier sehen wir, dass Fridolin zum einen eine Schuhgröße von 54 hat und zum anderen ein Gewicht von 23 Kilogramm. Das ist widersprüchlich, also löscht ihr die Falschwerte raus. Und dann, noch zu guter Letzt, müsst ihr schauen, ob die Daten überhaupt wahrheitsgetreu wirken. Nun haben wir zwar die passenden Daten in einem guten Format, aber wie erstellen wir nun daraus ein Diagramm? Zuerst wählen wir alle Daten aus, die wir in unserem Diagramm vertreten haben möchten. Dann gehen wir auf die Registerkarte Einfügen und dort sehen wir schon verschiedene Diagrammtypen, auf welche wir später eingehen werden. Wenn ihr diese Schritte dann gemacht habt, kommt ihr zu einem folgenden Diagramm. Dieses ist zwar noch unbeschriftet, aber darauf werden wir jetzt gleich eingehen. Nun kommen wir zu einem sehr wichtigen Teil, nämlich der Datenbeschriftung. Im Vergleich zu vorhin sehen wir, dass wir den Titel Schuhgröße in EU haben, anstatt einfach nur Diagrammtitel. Daran lässt sich bereits viel deutlicher erkennen, um was es sich handelt. Wichtig ist, dass mit dem Diagrammtitel die X- und Y-Achse ersichtlich werden. Die X-Achse sind hier die Namen und die Y-Achse ist hier die Schuhgröße. Man sollte ebenfalls, wie bereits gesagt, den Tabellennamen machen, damit man überhaupt weiß, was wir hier vertreten. Nun, welches Grafikformat wählen wir denn? Hier haben wir euch ein paar Beispiele. Zuerst das Säulendiagramm. Es ist sehr geeignet für Vergleiche von verschiedenen Werten. Danach das Kreisdiagramm. Es ist sehr geeignet für Prozentsätze darzustellen. Danach das Liniendiagramm. Es ist sehr gut für Veränderungen, um Veränderungen darzustellen. Und danach noch das Punktdiagramm. Es ist sehr geeignet, um Korrelationen darzustellen. Hier haben wir euch noch die verschiedenen Registerkarten zu Säulendiagramm, Liniendiagramm, Kreisdiagramm und Punktdiagramm. Zum Schluss haben wir euch noch einen Vergleich zu schlechten Graphen. Wie wir hier sehen, haben wir bei diesem Graph gar keine Übersicht. Das heißt, also viel Spaß, wenn man da etwas erkennen will. Da sieht man einfach nur Punkte und Linien mit verschiedenen Farben. Man kann ebenfalls keine Schlussfolgerung schließen und man sieht keine Aussage. Zum Ersten ist das, weil es keine Beschriftung hat und zum Zweiten ist es einfach, weil es keine Übersicht hat. Die analysierten Daten werden auch nicht beschriftet, was wirklich sehr, sehr schlecht ist. Das sollte man in einem Graphen immer beibehalten.